Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Joggler66, Stunde der Wahrheit. Moin, moin, wie man so schön auch sagt im Norden Deutschlands, wo ich herkomme. Ich habe mich heute hier vor den Computer gesetzt und mache eine Live-Aufnahme. Ja, das sind immer Live-Aufnahmen. Was ich meine damit ist, ich gebrauche meine Desktop-Kamera. Kann ich irgendwie jetzt mal stundenlang pausieren dazwischen, mache das in einem Zug durch. Um das dritte Kapitel des Buches Ökumene und Weltregierung von Dr. Martin Kobialka mit euch zu lesen und zu besprechen. Das Kapitel heißt Die ideale ökumenische Gemeinde. Und, Entschuldigung, wir sind angekommen auf Seite 58 bei dem Unterparagraphen oder bei den Paragraphen dieses Kapitels. Der heißt Der Ursprung des ökumenischen Idealismus. Und da werden wir jetzt unsere Lesung fortsetzen. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und ihr lernt ein wenig von diesen ganzen, von diesem Lesen hier. Also ich habe mich auf diesen Teil, das ist der zweite Teil des dritten Kapitels, sehr gefreut, um den zu lesen. Weil hier geht es wirklich mal zur Sache. Und mal sehen, wie lange wir dafür brauchen. Sind ungefähr nur 10 Seiten, also mal eben schauen. Ich wünsche euch viel Vergnügen und hört bitte zu und lernt hoffentlich auch davon. Der Ursprung des ökumenischen Idealismus. Diese Eigenschaft der Adventgemeinde, nämlich Heimat für fast alle christlichen Konfessionen zu bieten, ist nicht ihr Verdienst, sondern ist durch ihre geschichtliche Entwicklung bedingt. Ich habe mir da einen Kommentar mit beigeschrieben, aber mit dem kleinen Kommentar ist es nicht alleine getan. Diese Eigenschaft der Adventgemeinde, nämlich Heimat für fast alle christlichen Konfessionen zu bieten, ist nicht ihr Verdienst, sondern ist durch ihre geschichtliche Entwicklung bedingt, sagt der Autor. Und ich füge damit zu, und somit durch diese Eigenschaft der Adventgemeinde, die sie sich selbst anmaßt, will ich mal eben sagen, weil ich weiß nicht, wer damit übereinstimmt, dass die Adventgemeinde sich hier auf einmal als eine übergeordnete Denomination oder Glaubensrichtung aufspielt, über alle anderen, zwischen Anführungsstrichen, christlichen Vereinigungen oder Religionsgemeinschaften, wie auch immer man das nennen will, Denomination, wer damit übereinstimmt, dass die Sieben-Tags-Adventisten sich hier auf einmal über alle anderen erheben und meinen, dass sie eine Heimat für fast alle christlichen Konfessionen zu bieten ist. Also damit ist sie ein sehr wichtiges Instrument des Ökumenismus. Der Ökumenismus kommt von der römisch-katholischen Kirche, hat nichts mit Jesus Christus zu tun, sondern geht um die Vereinigung aller und nicht nur der christlichen, sondern aller Religionen dieser Welt unter einem Dach. Und wenn die oder wenn der Autor hier, selbst ja Sieben-Tags-Adventist, behauptet, dass diese Eigenschaft der Adventgemeinde, Heimat für fast alle christlichen Konfessionen zu bieten, wenn das eine Eigenschaft der Adventgemeinde ist, dann sagt er doch im Grunde, dass die Adventgemeinde universal ist. Ja? Also so verstehe ich das, wenn ich das hier lese. Und was ist ein anderes Wort für universal? Katholisch. Also man muss wirklich zwischen den Zeilen lesen, um zu verstehen, was hier teilweise gesagt wird. Ja? Nun, der Autor nimmt gleich eine etwas andere Richtung, aber ich finde dieses hier sehr wichtig, dass wir das sehr gut verstehen. Warum meint die Adventgemeinde, Heimat für fast alle christlichen Konfessionen zu sein? Also mit anderen Worten, die Adventgemeinde, die Sieben-Tags-Adventisten meinen, sie sind die Heimat für Lutheraner, Methodisten, Baptisten und all die anderen, zwischen Anführungsstrichen, christlichen Glaubensrichtungen? Oder wie ist das zu verstehen? Da bin ich nicht mit einverstanden, weil all diese anderen Glaubensrichtungen haben ihre eigene Richtung und keine von denen, weder die Sieben-Tags-Adventisten noch die Lutheraner, die Methodisten, die Baptisten, die Pfingstgemeinden, wer auch immer, hält an dem fest, was die Reformation groß gemacht hat. Und das war Sola Scriptura. Nun, der Autor fährt fort. Nach der Enttäuschung durch den Mitternachtsruf in der Mitte des vorigen Jahrhunderts, also des 19. Jahrhunderts, von der alle christlichen Konfessionen betroffen waren, sammelten sich die Adventgläubigen unter ihnen, weil sie an dem Glauben der Nähe der Wiederkunft Christi festhielten.
Also ich bin schon mal nicht damit einverstanden, dass er sagt, dass von der Enttäuschung des Mitternachtsrufs in der Mitte des 19. Jahrhunderts alle christlichen Konfessionen betroffen waren. Nein, nein, bin ich nicht mit einverstanden. Warum? Weil dieser Mitternachtsruf vor allen Dingen denjenigen galt, die Daniel auf eine Art und Weise interpretiert hatten, dass die 2300-Tage-Prophezeiung von Daniel das Datum des Jahres 1844 wiedergibt. Und das ist ja, worauf sich die Siebentags-Adventisten später gegründet haben. Und da bin ich überhaupt nicht mit einverstanden. Es gibt da ein sehr schönes englisches Video, so englischsprachiges Video, das könnt ihr auf YouTube raussuchen. Das heißt Daniel, the Protestant Interpretation, also Daniel, die protestantische Interpretation. Und das deckt ganz deutlich diese Lüge der 2300 Jahrtage von Daniel, die eben im Jahre 1844 endet, auf. Ja. Christus war nicht, fährt der Autor fort, wie erwartet im Jahre 1844 wiedergekommen. Nein, natürlich nicht. Christus hat gesagt, die Stunde weiß noch der Vater oder den Tag wissen weder die Engel, sondern weiß nur der Vater im Himmel. Ja. Das sind viele Menschen, die sagen von, ja, Jesus selbst weiß das nicht mal. Nein, das stimmt, weil Jesus hat sich der Autorität des Vaters unterworfen. Und der Vater wusste es. Das macht Jesus aber nicht weniger Gott oder weniger allwissend. Aber das ist wieder ein ganz anderes Thema. Also Christus war nicht, wie erwartet, im Jahre 1844 wiedergekommen. Sie waren durch eine bittere Erfahrung gegangen. Sie überprüften noch einmal die biblischen Prophezeiungen auf die Wiederkunft Jesu und konnten keinen Fehler in ihrer Auslegung entdecken, selbst nachdem sie von anderen Fachgelehrten der hebräischen Sprache überprüft worden waren. Tja, also sie verlassen sich hier vollständig auf das Alte Testament, um diese 1844 Theorie, die sie vertreten, um diese 1844er Theorie, die sie vertreten, weltweit bekannt zu machen. Ja? Und da Daniel eben in Hebräisch geschrieben worden war, sagen sie von gut, wir checken das nochmal langs allen Richtungen, die wir haben, und werden dann ja sehen, wo unser Fehler irgendwo liegt. Den Fehler haben sie bis heute noch nicht entdeckt. Doch sie entdeckten aber, dass sie sich in Bezug zu dem letzten Punkt der Zeitweissagung geirrt hatten. Sie hatten das Wiederkommen Jesu erwartet, weil sie der Ansicht waren, dass hier das beschriebene Heiligtum der ganzen Erde, die ganze Erde sei. Dass die Reinigung des Heiligtums die Wiederkehr Jesu auf die Erde sei, war ihr Fehler in der Auslegung. Ja, also, und das ist ja inzwischen, was die Siebentags-Adventisten lehren, dass 1844 Jesus Christus im Himmel vom Heiligen ins Allerheiligste gegangen ist und da ordentlich aufräumt. Und seitdem sein Investigative Judgment, wie man das im Englischen nennt, also seine investigative Urteilsfindung, da oben im Himmel macht. Wenn er da... Meine... Entschuldigung, ich habe echt einen Frosch im Hals. Also wenn Jesus Christus da oben im Himmel dieses untersuchende Urteil macht, was Investigative Judgment im Deutsch übersetzt heißt, wofür ist denn dann überhaupt noch die zweite Auferstehung zum Gericht notwendig, wenn er da oben schon urteilt? Und wie können wir das überprüfen? Das ist einer der Grund, auch weshalb ich mich mit den Sieben-Tags-Adventisten nicht so gerne abgebe. Das ist eine Falschlehre von denen. Ja? Dieses untersuchende Urteil, was Jesus Christus da oben im Himmel macht, ja, das behaupten die, aber wie kann man das denn hier von der Erde aus überhaupt kontrollieren? Und sie sagen einfach, okay, anstatt dass Jesus wiederkommt, na, dann geht er halt in das Allerheiligste und macht da oben sauber. Okay, das lehren die Siebentags-Adventisten, da bin ich halt überhaupt nicht mit einverstanden. Der Autor fährt dann fort, als sie einige Jahre später die Adventgemeinde bildeten, also im Nachlauf von 1844, nach dieser Enttäuschung, ja, die große Enttäuschung, wie wir hier im Bild sehen, von 1844, hat diese entgegen allen Behauptungen ihrer Gegner nicht ein einziges Mal ein Datum für das Wiederkommen Jesu verkündet. Also danach wurden sie schlauer. Die Siebentags-Adventisten haben nicht einmal irgendein Datum genannt, zu dem Jesus zurückkommen soll oder kann. Der Name Advent ist aus übrigens lateinisch begründet und heißt Wiederkunft. Drückt aus, dass sie auf das Wiederkommen Jesu warten. Ja, wir warten alle auf das Wiederkommen unseres Herrn.
um uns zu erlösen. Das ist ja nun keine Eigenschaft der Siebentags-Adventisten alleine. Ne? Es waren fast durchweg junge Leute, die nun nach der überwundenen Enttäuschung zusammengekommen waren. Sie hatten den Mut, auch ihre Glaubenslehren, die sie in ihren Heimatkirchen gelernt hatten, mit der Bibel zu überprüfen. Ja, das sollte man immer. Das, was man in der Heimatkirche lernt oder das, was einem durch einen Pastor oder sonst jemanden erzählt wurde, soll man immer mit der Bibel überprüfen. In dieser Übergangsphase, die durch viel Gebet und intensives Bibelstudium in Gemeinsamkeit gekennzeichnet war, wurden alle Lehren, die mit der Heiligen Schrift übereinstimmten, beibehalten. Die anderen, die nur aus der menschlichen Tradition stammten, verworfen. Das sagt der Autor. Ich sage, hier geht es um die Gründung der Siebentags-Adventisten und die haben ihre eigene Interpretation der Bibel, hauptsächlich durch solche Leute wie Alan Gould White, die Bücher geschrieben hat mit ihrer Interpretation der Bibel. So entstand diese ideale ökumenische Bewegung, weil aus allen Kirchen, also ökumenisch, die Lehren vertreten wurden, die auf dem Grund des unfehlbaren Wortes Gottes beruhten. Kumbaya, lasst uns alle mal an die Hände fassen und im Zirkel tanzen und Friede, Freude, Eierkuchen. Das soll das Bild hier ja auch wiedergeben, was ich hier ins Video eingebaut habe. Ja? Wir sind ja so toll, wir haben alle das Wort Gottes verstanden, die Bibel verstanden. In dieser großen Gemeinschaft, eine ökumenische Bewegung, eine weltweite Bewegung, weil aus allen Kirchen vertreten. Deshalb kann sich in diesen Punkten jede Konfession hier zu Hause fühlen, sagt er. Mit anderen Worten, er sagt, Christsein heißt Siebentags-Adventist sein. Das ist, was der Autor in anderen Worten sagt. Da muss, denke ich, jeder für sich selber ausmachen, ob er mit der Aussage einverstanden ist oder nicht einverstanden ist. Ich gebe da keinen weiteren Kommentar drauf. Ihr kennt wohl meine Meinung dazu. Der Wunsch nach Einigkeit mit den Christen anderer Konfessionen auf der Grundlage der Bibel ist ein vorherrschendes Merkmal der Adventgemeinde. Sie lehnt aber die Gemeinschaft mit den Kirchen als Organisationen ab, die diesen Grund verlassen haben. Nun, im Prinzip muss ich diesem Satz zustimmen. Der Wunsch nach Einigkeit mit Christen anderer Konfessionen auf Grundlage der Bibel ist ein vorherrschendes Merkmal der Adventgemeinde. Okay, wenn das dann so ist, dann heißt das, dass der Grundsatz ist Sola Scriptura. Da muss man aber auch immer wissen, welche Bibel nehmen wir als Basis dafür. Nehmen wir irgendeine verfälschte Bibel, die Lehren des zukünftigen Antichristen unterstützt in ihrer Auslegung, oder nehmen wir die 1611 König James Bibel? Finde ich nochmal ganz wichtig, um das hier eben bei zu erwähnen. Jede Konfession kann sich zu Hause fühlen, weil der Wunsch nach Einigkeit mit den Christen anderer Konfessionen auf Grundlage der Bibel. Also, da muss man doch erstmal sagen, wenn sie dann von anderen Konfessionen, von anderen Glaubensrichtungen oder anderen Denominationen, anderen Kirchen kommen, warum sind sie dann überhaupt in einer anderen Kirche, wenn sie doch überall dieselbe Basis haben, wie der Autor hier behauptet, nämlich die Bibel? Das ist ja nicht so, weil entweder sind sie nicht basiert nur auf der Lehre der Bibel alleine, sola scriptura, oder aber sie haben unterschiedliche Bibeln und diese unterschiedlichen Auslegungen des Wortes Gottes differenziert ja auch. Wenn der Autor hier sagt, der Wunsch nach Einigkeit mit den Christen anderer Konfessionen auf der Grundlage der Bibel als ein vorherrschendes Merkmal der Adventgemeinde, das heißt ja, jeder ist willkommen, sie lehnt aber die Gemeinschaft mit den Kirchen als Organisation ab, die diesen Grund verlassen haben. Ja, aber das sind doch im Grunde alle, die das verlassen haben. Ja, das ist ein nächstes Bild. Da bleiben wir erstmal nochmal hierbei. Oder wir nehmen eben das hier nochmal. Also, das zeigt sich in der Erklärung. Zitat: Wir erkennen jede Wirksamkeit, die Christus vor den Menschen erhöht, als Bestandteil des göttlichen Planes zur Evangelisierung der Welt an und haben Hochachtung vor jenen christlichen Männern und Frauen in anderen Gemeinschaften, die sich einsetzen, um Menschen für Christus zu gewinnen. Ende Zitat. Und jetzt
erfolgt ein weiteres Zitat, wo ich auch nochmal hier und da eine wichtige Bemerkung zu habe. Das Zitat geht wie folgt. Die Adventmission sieht ihre Aufgabe darin, erstens der säkularen Eschatologie die wahre Eschatologie entgegenzusetzen. Ja, also der weltlichen Kirchenlehre die wahre Kirchenlehre entgegenzusetzen. Zweitens, dem totalen Untergang die totale Erlösung entgegenzusetzen. Drittens, der Aporie der kommenden Atomisierung der Welt die Hoffnung auf das kommende Reich Gottes entgegenzusetzen. Dem Menschheitssuizid als vierter Punkt die Menschheitsvollendung entgegenzusetzen. Fünfter Punkt, der Umweltverseuchung und Welthungersnot die Botschaft von der erneuerten Erde entgegenzusetzen. Das ist die Adventsmission, die gipfelt in Punkt 6. Dem Klassenhass und Rassenhass die Liebe des Erlösers, Zitat, der da war und ist und kommen wird, Ende Zitat, Jesus Christus aus Offenbarung 1, Vers 18, entgegenzusetzen. Nun, all diese fünf Punkte klingen ja vielleicht schön, aber sind sie auch schön? Sind sie auch wahrheitsgegründet? Sind sie bibelgegründet? Der säkularen Eschatologie die wahre Eschatologie entgegenzusetzen, also das heißt der weltlichen Kirchenlehre, die im Grunde dann spirituelle Kirchenlehre entgegenzusetzen, damit bin ich dann einverstanden. Dem totalen Untergang die totale Erlösung entgegenzusetzen. Welcher totale Untergang? Wenn hier der totale Untergang der Welt gemeint ist, weil Jesus sagt, dass er die ganze Erde vernichten wird, wenn er zurückkommt, ja, mit der ersten Auferstehung, wenn dann die Heiligen in Christus zu ihm auffahren, die in dem Augenblick leben und die erste Auferstehung passiert und wir zu ihm kommen und danach die ganze Welt mehr oder weniger vergeht, okay, die totale Erlösung, in dem Hinsicht bin ich damit einverstanden. Den totalen Untergang, was meinen Sie sonst mit totalen Untergang? Und im dritten Punkt, der Aporie der kommenden Atomisierung der Welt, die Hoffnung auf das kommende Reich Gottes, also, ja gut, dem Menschheitssuizid die Menschheitsvollendung entgegenzusetzen. Mit anderen Worten, wir machen alle heilig und wir sorgen dafür, dass alle in den Himmel kommen. Jesus hat aber gesagt, der Weg ist schmal, der zur Erlösung führt, und breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt. Ja. Die Umweltverseuchung und Welthungersnot die Botschaft von der erneuerten Erde entgegenzusetzen. Also mit anderen Worten, wir verseuchen heute unsere Umwelt und haben eine Hungersnot, die ja menschengemacht ist, die haben wir ja nur, weil wir nicht nach christlichen Prinzipien auf dieser Welt leben. Und deswegen senden wir ihnen hier die Botschaft von der erneuerten Erde, nach dem Motto von macht mal mit dieser Erde, was immer ihr wollt, wird ja sowieso alles neu gemacht. Oder wie ist das zu verstehen? Der Umweltverseuchung und der Welthungersnot die Botschaft von der erneuerten Erde entgegenzusetzen, ist die Adventsmission. Naja, dem Klassenhass und Rassenhass die Liebe des Erlösers, der da war und ist und kommen wird, Jesus Christus, entgegenzusetzen. Ja, Klassenhass, Klasseneinteilung, Menschen in Klassen einzuteilen, Kasten oder Klassen, das ist typisch menschlich und natürlich absolut unbiblisch, von daher kann ich dem hier nur zustimmen. Aber wenn das so erzählt wird in diesem in dieser Adventsmission und Rassenhass, ja, es gibt vielleicht verschiedene Arten der menschlichen Rasse, aber es ist und bleibt eine Rasse. Ne? Davon mal abgesehen. Also das sind doch ein paar Punkte, mit denen ich so nicht einverstanden bin, wie das hier steht und wo man mal ein bisschen drüber überlegen müsste, dass eben diese ganzen Punkte nur dafür da sind, um dafür zu sorgen, dass mit anderen Worten wir die Unterschiede der verschiedenen Denominationen, wegnehmen und somit alles gleich machen. Das ist aber genau dasselbe, was die römisch-katholische Kirche mit dem Ökumenismus in der ersten Phase überhaupt erreichen will. Die will ja auch erreichen, dass sich alle unter einem Dach versammeln, unter diesem Dach zusammenkommen und dann zusammen auf den Weg von Rom gehen. Weil Rom ist ja selber kein Teil der ökumenischen Bewegung. Kann sie ja auch nicht sein. Weil die ökumenische Bewegung sorgt ja dafür, dass alle zu Rom zurückkehren.
Okay, im nächsten Teil des Kapitels spricht der Autor von die Opposition gegen das Papsttum. Jetzt wird's langsam interessant. Die Opposition gegen das Papsttum. Wir wissen heute, dass Martin Luther als katholischer Theologe keine Spaltung seiner Kirche wollte. Das ist schon wieder so ein Satz, der so dargestellt ist, dass man da sagt von, ja, ist das so? Ja, dann nehme ich das mal so an. Das weiß ich nicht. Ich war da nicht bei. Ich kenne Martin Luther seine Gedanken nicht. Ich gehe nur davon aus, dass Martin Luther, als er erkannt hat, dass der Papsttum, dass das Papsttum der Antichrist der Bibel ist, dass er Offenbarung 18, Vers 4 gefolgt ist, wo der Herr sagt, kommt heraus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilnehmt an ihren Sünden. Ja? Oder dass ihr nichts abbekommt von ihren Sünden, dass ihr nicht teilhabt an ihren Plagen. Weil Gott hat ihre Ungerechtigkeit erinnert. Das steht ja so ungefähr in Offenbarung 18, Vers 4. Dass Martin Luther als katholischer Theologe keine Spaltung seiner Kirche wollte. Also ich denke, dass Martin Luther spätestens in den letzten Jahren seines Lebens deutlich genug erkannt hat, dass die römisch-katholische Kirche die Synagoge Satans ist. Und dass man nicht Teil der Synagoge Satans und gleichzeitig der Kirche Jesus Christus sein kann. Also mit dieser totalitären Stellung, wie der Autor diesen Satz hier schreibt, wir wissen heute, dass Martin Luther als katholischer Theologe keine Spaltung seiner Kirche wollte, da bin ich nicht mit einverstanden. Wie kam es zur Spaltung der deutschen Christenheit? So überschreibt der katholische Theologieprofessor Dr. Karl Adam von der Universität Tübingen ein Kapitel in seinem Buch Una Sancta und führt dann weiter aus. Zitat: Schon im Manifest Friedrichs II. Wurde Papst Gregor der IX. Im Jahre 1230 als der große Drache und der Antichrist der Endzeit gebrandmarkt. Philipp der Schöne ließ im Jahr 1301 die Bulle Ausculta des Papstes Boniface VIII. Öffentlich verbrennen und ihn selbst im Jahre 1303 als Häretiker, Gotteslästerer und Simonist gefangen setzen. So stark war der Geist des Mammonismus in der Kurie zur Herrschaft gekommen, dass zum Beispiel Papst Clemens VII. Noch mitten im Sturm der Reformation Kardinalshüte vorteilhaft zu verkaufen suchte. Auf diesem Hintergrund ist das scharfe Wort des großen Predigers Geiler von Kaisersberg zu verstehen. Zitat: Nicht mehr der Heilige Geist setzt die kirchlichen Oberen ein, sondern der Teufel. Und zwar um Geld, um Gunst und durch Bestechung der Kardinäle. Ende Zitat. Wahrhaftig, es war Nacht geworden in weiten Teilen der Christenheit. Bei dem gewöhnlichen Volk weithin ein erschreckendes Absinken echter Frömmigkeit in religiösen Materialismus und in krankhafte Hysterie, bei dem niederen und höheren Klerus weithin Weltsucht und Pflichtvergessenheit und bei dem obersten Hirten der Kirche dämonischer Machtrausch und sakrilegischer Missbrauch des Heiligen. Ende Zitat von Dr. Karl Adam aus dem Buch Una Sancta. Ein paar Begriffserklärungen zu dem, was ich gerade gelesen habe. Also erstens lesen wir hier im ersten Satz, dass bereits Friedrichs II. Ein Manifest wurde Papst Gregor der IX. Im Jahr 1230 als der große Drache und Antichrist der Endzeit gebrandmarkt. Ebenso Philipp der Schöne, der die Bulla Ausculta von Papst Boniface VIII. Öffentlich verbrennen ließ und ihn selbst im Jahre 1303 als Häretiker, Gotteslästerer und Simonist gefangen setzen ließ. Das sind erstmal zwei wichtige Sätze, die wir eben besprechen müssen. Weil als erstes muss man erstmal wissen, dass der Friedrich II. Papst Gregor den IX. Den großen Drachen und den Antichrist der Endzeit nannte, anscheinend durch wohl Bibelstudium und Leitung des Heiligen Geistes erkannt hat, dass der Papst der Antichrist ist. Nun, dass der Papst der Antichrist ist, das haben nicht nur die Reformer damals gewusst. Das hat nicht nur Martin Luther damals gewusst. Das war schon immer bekannt, weil das stand so in der Bibel drin. Nur wenn man den Leuten die Bibel nicht gibt, ja, dann können sie das natürlich auch nicht wissen. Der Friedrich II. War wohl im Besitz der Bibel, sonst wäre er ja zu der Erkenntnis nicht gekommen, dass der Papst der große Drache und der Antichrist der Endzeit ist. Nun, auch damals schon wurde innerhalb der römisch-katholischen Kirche die Zukunftslehre und der Präterismus gelehrt. Alle beide sind Lehren, die zwar erst nach der Reformation
zwischen 1591 durch Francisco Ribera auf der einen Seite die Zukunftslehre und 1614 durch Louis de Alcazar die Präteristenlehre rausgekommen sind. Aber diese Lehren gab es schon vorher innerhalb der römischen Kirche. Und die wurden damals den Heretikern innerhalb der römischen Kirche gelehrt. Und ansonsten, die Inquisition gab es vorher auch schon, nämlich innerhalb der römischen Kirche. Da könnt ihr ja mal, wenn ihr Englisch könnt, meiner englischen Lesung folgen. History of the Inquisition, ne, die Geschichte der Inquisition, das Buch von Philipp von Limborch, das ich da lese, von 1692, wo deutlich genug gemacht wird, dass die Inquisition selbst innerhalb der Kirche von Anfang an schon bereits da war. Wenn es um Glaubensfragen ging, wenn jemand von dem Glauben, dem sogenannten orthodoxen, dem hauptsächlich dargestellten Glauben, abgefallen war oder andere Lehren vertreten hat, dann war da schon Inquisition innerhalb der Kirche. Und das zieht sich durch die Jahrhunderte durch. Und diese zukünftige Antichristenlehre oder präteristische Antichristenlehre war damals bereits schon festgesetzt worden. Und der Friedrich II., der hier also den Papst als den großen Drachen und den Antichristen der Endzeit brandmarkt, der hat durch das Studium der Bibel erkannt, dass der Papst oder das Papsttum der Antichrist ist. Und dann hatten wir Philipp der Schöne im Jahre 1301, mit Papst Boniface VIII. Er erklärt als Heretiker, Gotteslästerer und Simonist. Nun, was ist ein Simonist? Das ist vielleicht ein Ausdruck, den viele Leute von euch noch nicht kennen. Deswegen habe ich das Bild Simony hier mit eingearbeitet in das Video. Simony ist der englische Ausdruck für Simonisten. Und das bezeichnet das Kaufen eines kirchlichen Amtes. Also entweder ein Bischofsplatz oder ein Kardinalsplatz oder eben auch den Papstplatz sich erkaufen. Worauf geht das zurück? Wie kommt man auf das Wort Simony oder auf das Wort Simonist? Nun, das hängt damit zusammen, dass der erste Papst, wie die römisch-katholische Kirche gerne von sich behaupten will, Peter war. Peter Simon, Simon Peter, Petrus, der Apostel von Jesus Christus. Das sagt die römisch-katholische Kirche. Aber wenn man die Geschichte gut liest und in die Apostelgeschichte zurückkehrt, dann lernen wir, dass es einen gewissen Simon gab, Simon, der damals die Kraft des Heiligen Geistes von den Aposteln sich erkaufen wollte. Simon der Zauberer, Simon the Sorcerer, wie es im Englischen heißt. Es gibt da ein sehr schönes kleines Büchlein, das ich auch mal in Englisch lesen werde. Das gibt es leider nicht in Deutsch. Das heißt im Englischen Simon the Sorcerer. Mal eben gucken hier, ich habe das ja, kann das ja mal eben raussuchen hier. Wenn mein Computer mal eben ein bisschen sucht. Hier, Simon the Sorcerer, PDF. Das ist genau das, was ich meinte. Ja, jetzt musst du das nur noch öffnen. Der geht natürlich ein bisschen langsam hier. Und das können wir uns dann mal angucken. Simon the Sorcerer PDF. Wo geht's darin drum? Ja, Geduld muss man ein bisschen haben. Wenn hier die Kamera läuft nebenbei, da ist der Computer extra langsam. Und das Buch heißt Simon Peter vs. Simon the Sorcerer. Ja? Simon Peter vs. Simon the Sorcerer or St. Peter meets the competition. Ja? Also der heilige Petrus trifft seinen Mitbewerber. Ja? Bei Ernest L. Martin. Ein sehr, sehr interessantes Buch. Wie ihr seht, das PDF hat in total 34 Seiten, ist aber leider nur in Englisch. Und da geht es halt darum, das könnt ihr ja selber gerne nachlesen und dann werdet ihr das verstehen, in Acts 8. 9 bis 24, also Acts ist das Buch der Apostelgeschichte, zwischen den Versen 9 und 24 im 8. Kapitel, wo es dann darum geht, oder wenn ihr wollt, dann können wir das auch mal eben in der Schlachterbibel lesen. Da müssten wir nur mal eben zu Acts hinkommen. Mal eben gucken, wo wir hier die Apostelgeschichte haben.
Apostelgeschichte 8 brauchen wir hier. Und dann die Verse 9 bis, mal gucken, das ist hier, machen wir das mal eben groß. Ein Mann aber mit Namen Simon hatte zuvor in der Stadt Zauberei getrieben und das Volk von Samaria in Erstaunen gesetzt, indem er sich für etwas Großes ausgab. Also Samaria, es war also ein Samariter. Und über die Samaritergeschichte, da muss ich ja nun auch nicht noch ins Detail gehen, das kennt ihr ja hoffentlich. Auf ihn achteten alle, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die man das Große nennt. Sie achteten aber auf ihn, weil er sie so lange Zeit durch seine Zaubereien in Erstaunen gesetzt hatte. Als sie aber dem Philippus glaubten, der das Evangelium vom Reiche Gottes und vom Namen Jesu Christi predigte, ließen sich Männer und Frauen taufen. Simon aber wurde auch gläubig und hielt sich, nachdem er getauft worden war, stets zu Philippus. Und da er sah, dass Zeichen und große Wunder geschahen, staunte er. Als aber die Apostel zu Jerusalem hörten, dass Samaria das Wort Gottes angenommen habe, sandten sie Petrus und Johannes zu ihnen. Diese kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren nur getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebet auch mir diese Vollmacht, damit, wenn ich jemand die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du meinst, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. Du hast weder Anteil noch Erbe an diesem Wort, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tue nun Buße über diese deine Bosheit und bitte den Herrn, ob dir die Tücke deines Herzens möge vergeben werden, denn ich sehe, dass du in bitterer Galle und in Ungerechtigkeit verstrickt bist. Da antwortete Simon und sprach, betet ihr für mich zum Herrn, dass nichts von dem, was ihr gesagt habt, über mich komme. So, lassen wir das hierbei, das eben mal zu lesen aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, zwischen den Versen 8 und 24, habe ich gerade, oder 10 und 24 habe ich gerade vorgelesen. Er sagt hier in Vers 19, gebet auch mir diese Vollmacht, ja, hier, gebet auch mir diese Vollmacht, sagt Simon, und das ist nicht Petrus, der ja auch Simon heißt, sondern das ist eben hier der Simon aus Samaria, ja, wo wir gerade von gelesen hatten. Er sagt, gebet auch mir diese Vollmacht, damit, wenn ich jemanden die Hände auflege, er den Heiligen Geist empfange. Ja. Als aber Simon sah, muss man ja 8, Vers 8 dabei lesen, dass wir das gut verstehen, als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach. Und daher kommt das Wort Simoni, Simoni im Englischen, ja, oder eben das Wort Simonist im Deutschen, über das wir gerade gesprochen hatten, das Kaufen der, nach dem Motto, ich kann Heiligkeit kaufen. Ja, das ist im Grunde, wo das hierum geht. Päpstliche Ämter kaufen. Und dieser Simon, wenn man das weiterverfolgt, geschichtlich, ist im Grunde derjenige, ist der Simon, Peter, der nachher der erste Papst wurde und auf den die römisch-katholische Kirche sich bis heute beruft. Ob uns das jetzt gefällt oder nicht, aber das ist nun mal so. Und deswegen sprechen wir hier von Philipp der Schöne, der dann sagt, der den Papst Bonifaz als Heretiker, Gotteslästerer und Simonist gefangen setzt. Simonist, was heißt denn das? Er hat sich das Amt des Papstes erkauft. Apostolische Erbfolge? Nee. Fahren wir fort. So stark war der Geist des Mammonismus. Was ist denn Mammon? Das Geld, ne? Der stark des, der Geist des Geldes, die Liebe zum Geld. Das folgend nach der Bibel ist die Liebe zum Geld die Wurzel allen Übels. Noch mitten im Sturm der Reformation Kardinalshüte vorteilhaft zu verkaufen versuchte. Und von daher
denke ich, dass dieser kleine Artikel, den wir hier gerade gelesen hatten, von dem Dr. Karl Adam der Universität Tübingen in seinem Buch Una Sancta, interessant ist zu wissen von, wie damals bereits vor der Reformation, wir lesen hier ja im Jahre 1230 und 1301, eben auch schon der Papst als der Antichrist identifiziert wurde. Christus sagte: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde. Aber nun ist mein Reich nicht von hier. Zitat von Johannes, Kapitel 18, Vers 36. Der Stellvertreter Christi, ja, der Papst, aber sagt und tut das Gegenteil. Der Papst ist auch ein weltlicher Herrscher. Das Staatsoberhaupt eines irdischen Staates, seine Soldaten haben blutige Kriege geführt und die päpstliche Politik zeigt noch und gerade heute die weltliche Macht des Papstes. Ja, darum geht es hier, die weltliche Macht des Papstes. Der Papst ist im Grunde der Cäsar. Und ich hatte das ja, glaube ich, schon öfter mal gezeigt, sonst werde ich das nochmal eben raussuchen hier. Kann ich euch ja mal eben raussuchen, das Bild, wo der Cäsar, also wo der Papst von sich selbst behauptet: All hail Caesar, ne? Alle Ehre hier zu Caesar. Papst Pius der IX. In seinem Discorsi auf Seite 253, das ist ein Schreiben aus den 1860er Jahren, sagte: Der Caesar, der euch jetzt adressiert, anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zusteht. Das sagt Papst Pius der IX., der Cäsar, das ist ja ein weltlicher Titel. Und hier sehen wir eben, dass der Papst die zwei Schlüssel der Vatikanflagge, die temporäre Macht, die zivile Macht, also die Macht über die Politik und über das Weltliche hat, mit dem silbernen Schlüssel repräsentiert auf der Vatikanflagge. Und die spirituelle, die geistliche Macht hat mit dem goldenen Schlüssel. Und da der goldene Schlüssel über dem silbernen Schlüssel liegt, was heißt das? Dass die spirituelle Macht über der weltlichen Macht steht. Ja? Wenn wir uns mal eben die Vatikanflagge anschauen wollen, wenn der Computer hier mal ein kleines bisschen schneller gehen würde, dann wäre das schön. Hier, Vatican Flag, hier ist sie. Da seht ihr die zwei Schlüssel. Da seht ihr den silbernen Schlüssel. Das ist der für die temporäre Macht, für die zivile Macht, für die politische Macht, die die politische Macht des Vatikan symbolisiert. Und dann seht ihr den goldenen Schlüssel, der die spirituelle, die geistliche Macht symbolisiert. Und wie man deutlich sehen kann, liegt hier der goldene Schlüssel über dem silbernen Schlüssel. Das heißt, die spirituelle, die geistliche Macht beherrscht die zivile Macht. Und diese zwei sind miteinander verbunden mit einer roten Kordel. Warum ist die Kordel rot? Die symbolisiert das Blut. Nämlich das Blut, das vergossen wird, dass die spirituelle Macht seine weltliche Macht durchsetzen kann. Und dass das alles natürlich auch erinnert an Skull and Bones, ja, Schädel und Knochen, wie die Geheimgesellschaft jetzt so eine heißt, hier der Schädel und hier die gekreuzten Knochen darunter, das ist kein Zufall, das hängt eben alles genau so zusammen. Aber wir gehen hier wirklich vom Hundertstel ins Tausendstel inzwischen, aber ich finde das interessant bei dieser Buchbesprechung, dass wir hier auch mal ein bisschen von weggehen und dass ich selbst dieses Endkapitel teilweise vielleicht sogar noch in zwei oder drei Teile machen muss, wegen dieser tiefen Erklärung. Ich fand das von Simon, aus der Apostelgeschichte gerade sehr interessant, um euch zu erklären, was Simonist ist und wo das herkommt, dass man das eben auch richtig versteht und eben auch, dass wir hier jetzt gerade erkannt haben, dass der Papst nicht nur meint, spirituelle Macht, sondern eben auch politische Macht zu haben. Wenn wir das beschauen mit diesem Bild, was ich da gerade gezeigt hatte von
dem Discorsi von Papst Pius IX. Aus den 1860er Jahren, der Cäsar, der euch jetzt adressiert, dem alleine Treue und Ehre zukommt, oder Ehre und Treue zukommt, das ist eben, weil der Papst sich als spiritueller Führer verkleidet und gleichzeitig eben auch ein politischer Führer ist. Deswegen auch das Bild hier, ein Stellvertreter auf Staatsbesuch, das Bild, was ich mir gestern noch im Internet rausgesucht hatte, da steht hier unten drunter, falls ihr das nicht lesen könnt, ich weiß nicht, wie gut das im Video rüberkommt, der Papst regiert im Vatikan als letzter absoluter Monarch Europas ohne Gewaltenteilung, also mit diktatorischer Vollmacht. Dass er in einem demokratisch gewählten Parlament reden soll, verstößt gegen die Würde und Selbstachtung der deutschen Demokratie. Naja, was die deutsche Demokratie wert ist, da gehen wir jetzt besser nicht drauf ein. Aber er hat ja nicht nur in Deutschland im Parlament gesprochen, er hat ja auch in 2015 in Amerika im Kongress gesprochen. Er hat vor den Vereinten Nationen gesprochen. Und dann kommt hier noch zu, und dann muss der Staat die Kosten des Staatsbesuchs mindestens 100 Millionen Euro auch noch der Steuerzahler tragen. Ja, natürlich. Wer denn sonst? Der Papst bezahlt nichts, der kriegt nur. Also, ich will ja auch gar nicht jetzt vom Hundertstel ins Tausendstel kommen, wir bleiben immer noch diesem Buch treu, aber Christus sagt eben, mein Reich ist nicht von dieser Welt, wäre mein Reich von dieser Welt, meine Diener würden kämpfen, dass ich den Juden nicht überantwortet würde, aber nun ist mein Reich nicht von hier. Der Stellvertreter Christi, also der Papst, sagt und tut genau das Gegenteil. Der Papst ist auch ein weltlicher Herrscher, das Staatsoberhaupt eines irdischen Staates, seine Soldaten, und das sind all die Soldaten der Könige, die er befehligt, die amerikanischen Präsidenten, die deutschen Bundeskanzler, die englischen Ministerpräsidenten, das spielt alles keine Rolle. Er beherrscht die Könige der Welt, die Ministerpräsidenten, die Präsidenten oder die Könige der Welt. Und dadurch sind all die Soldaten, all der verschiedenen Länder dieser Welt, all diese Armeen, seine Soldaten, und die haben blutige Kriege geführt, und die päpstliche Politik zeigt noch und gerade heute die weltliche Macht des Papstes. Wer das aus dem Originalzitat nachlesen möchte, der muss lesen R. von Kienitz, die katholische Kirche als Weltreich, Europa-Archiv 1948, sich besorgen, da ist das Zitat raus entnommen. Ist er damit, also der Papst, für oder ist er gegen Christus? Der erste Papst mit weltlicher Macht als weltlicher Fürst und Herrscher war Vigilius. Er wird von dem Vater der katholischen Kirchengeschichtsschreibung, Kardinal Baronius, der Antichrist auf dem Papstthron genannt. So kann man verstehen, dass der Katholik Martin Luther auch seinen Oberhirten der Kirche als Antichristen bezeichnete. Er sah im Papsttum die genaue Erfüllung der biblischen Prophezeiung in Daniel 7. Ja? Daniel 7. Wo das kleine Horn mit seinen 14 Merkmalen eine genaue Vorausschau des Papsttums ist. Auch andere Weissagungen in der Heiligen Schrift, in Apostelgeschichte Kapitel 2, im Thessaloniker 2, da müsste man jetzt wissen, das ist 1. oder 2. Thessaloniker, da steht hier nicht mit bei, aber es ist 2. Thessaloniker 2 und da besonders Vers 7. Offenbarung 13, Offenbarung 17 und Offenbarung 18 verstand er, Martin Luther, in dieser Hinsicht. Und nicht nur er, sämtliche Reformatoren stimmten mit ihm darin überein, dass das Papsttum der geweissagte Antichrist ist. Das war die Meinung in den 1600ern und in den 1500ern, also im 16. und 17. Jahrhundert. Heute, sagt der Autor, und jetzt kommt die große Gemeinheit, heute vertreten die reformatorischen Kirchen noch dieselbe Sicht und haben diesen Ausdruck, dass das Papsttum der Antichrist ist, nicht zurückgenommen. Aber, jetzt kommt's, sie sagen jedoch, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers. Und deshalb nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie darstelle. Diesen Satz muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen und muss man im Grunde Wort für Wort einmal analysieren. Also, nochmal.
Heute vertreten die reformatorischen Kirchen noch dieselbe Sicht und haben diesen Ausdruck, dass das Papsttum der Antichrist ist, nicht zurückgenommen. Sie sagen jedoch, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers und deshalb nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie darstelle. Also mit anderen Worten, der Antichrist, die römisch-katholische Kirche, hat sich von der Zeit Luthers zur heutigen Zeit verändert. Aber Rom verändert sich nie. Sie setzt sich immer eine andere Maske auf, aber hinter der anderen Maske verbirgt sich immer dasselbe Gesicht, dieselbe Fratze des Teufels. Also, ich finde das so wichtig, wie er das hier sagt. Sie sagen jedoch, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers und deshalb nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie darstelle. Wisst ihr, an was mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich mal dieses PDF gelesen habe vom Konflikt zur Gemeinschaft. Das müsste hier eigentlich drin sitzen. Muss man eben schauen. Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ja, finden wir das hier drin? Hier, mit Noten, vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ich habe da ein Video drüber gemacht, das findet ihr auf meinem Kanal, das ist ein zweisprachiges Video. Deswegen hatte ich das gebracht, das war vor einiger Zeit, als der Forerunner da mal ein Video rausgebracht hat. Und wir müssen hier mal eben, ich glaube zur Seite 10 oder was, wo war das? Nee, lass mal ein bisschen weiter noch gehen. Hier, und dann war es der nächste Punkt. Ja, kannst du jetzt mal bitte hier runter scrollen? Was ist denn das hier? Die Art, hier, das ist ein ganz wichtiger Satz hier. Und da erinnert mich das dran. Ja, also vom Konflikt zur Gemeinschaft könnt ihr euch ja mal im Internet raussuchen. Die Art der geschichtlichen Erinnerung hat erhebliche Auswirkungen auf die Beziehung der Konfessionen zueinander gehabt. Aus diesem Grund ist ein gemeinsames ökumenisches Gedenken an die lutherische Reformation so wichtig und gleichzeitig so schwierig. Und jetzt kommt's, Zitat. Auch heute noch assoziieren viele Katholiken mit dem Wort Reformation zuerst Kirchenspaltung, während viele lutherische Christen das Wort Reformation hauptsächlich mit der Wiederentdeckung des Evangeliums, mit Glaubensgewissheit und Freiheit verbinden. Man muss beide Ausgangspunkte ernst nehmen, um die zwei Perspektiven in Beziehung zueinander zu setzen und in einen Dialog miteinander zu bringen. Und jetzt kommt der wirkliche Casus Knactus. Im Kapitel 1 immer noch hier, der Punkt 11 hier. Ja. In Ländern, in denen das Christentum seit vielen Jahrhunderten beheimatet ist, haben in jüngerer Zeit viele Menschen die Kirchen verlassen oder sie haben ihre kirchlichen Traditionen vergessen. Infolge dieses Vergessens ist vieles von dem, was die Kirche in der Vergangenheit gespalten hat, heute so gut wie unbekannt. Und es gab noch einen anderen Teil, jetzt weiß ich nicht, hier ist das, hier kommt es. Ja. Das ist der Punkt, den ich eigentlich sagen wollte. Punkt 16 im Unterteil Kapitel 2, Martin Luther und die Reformation, neue Perspektiven. Und das geht 100% überein mit dem, was hier im Buch steht. Ich lese das nochmal eben vor. Sie sagen jedoch, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers und deshalb nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie darstelle. Jetzt lesen wir in dem Papier vom Konflikt zur Gemeinschaft, was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Und behaltet bitte in Erinnerung, liebe Brüder und Schwestern, ich lese das hier im Mai 2017, 5 Monate, bevor wir zum 500. Jahrestag der Reformation des Anschlagen der 95 Thesen Martin Luthers an die Wittenbergische Kirchentür zum 500. Jahrestag gedenken. Ja? Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Und jetzt kommt's. Jetzt kommt's. Mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Und was schreibt Kobialka in seinem Buch Ökumene und Weltregierung?
Die Protestanten sagen jedoch, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers und deshalb nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie darstelle. Mit anderen Worten, es geht nicht darum, einen anderen Antichristen zu lehren, sondern darum, den Antichristen anders darzustellen. Das ist es doch, worauf das hier hinauskommt. Diesen Satz hier, den finde ich so unglaublich wichtig, deswegen ist er auch in dem Video damit drin. Ich werde mal sehen, wenn ich dran denke, dass ich das in die Beschreibungsbox des Videos einarbeite oder zum Schluss dieses Videos als Vorschlag zum Schauen mit einarbeite. Das könnt ihr aber auf meinem Kanal gucken, das heißt Bilingual oder sowas, also zweisprachig, kann man eben gucken. Wenn ich mal eben hier in meinen Kanal gehe, als neuer Besucher, wenn ich als neuer Besucher auf meinen Kanal komme, dann sieht man das Video, das will ich euch mal eben zeigen, dann findet ihr das leichter. Haben wir das hier jetzt im Video festgehalten? Ja, der Computer arbeitet langsam, dafür meine Entschuldigung. Ja, so sieht mein Kanal aus für andere. Hier ist das Video, Bilingual, also zweisprachig, vom Konflikt zur Gemeinschaft, from Conflict to Communion. Deutsch ist das Video in den ersten 9 Minuten und 20 Sekunden. Ne? Also, das heißt, die ersten 9 Minuten und 20 Sekunden sind in Deutsch in diesem Video und danach ist es Englisch. Ne? Ein aktueller Auszug aus einer neuen Buchlesung, wo das Lesen von Kapitel 10 mit einer aktuellen Nachricht zusammenfiel. Das war also hier die Buchlesung von Alle Wege führen nach Rom, die ja im Augenblick auch noch aktuell auf meinem Kanal hochgeladen wird. Und als ich Kapitel 10 las, da bekam ich die Nachricht von dem Video von The Forerunner, den ihr ja vielleicht kennt. Und der hatte dann dieses Papier zitiert, vom Konflikt zur Gemeinschaft, ja, das man ja hier sehr schön sieht, mal ein bisschen kleiner, dann könnt ihr das ganz im Bild sehen. Vom Konflikt zur Gemeinschaft, ein gemeinsames lutherisch katholisches Reformationsgedenken im Jahre 2017. Und hier ist der Link damit bei, wo man das vom Internet runterladen kann. Das kann sich dann jeder selbst anschauen. Und ja, Seite 19 habe ich mir noch eine Note gemacht, hätte ich mal eben sehen können, hätte ich gleich hingescrollt. Aber wir haben das ja jetzt gerade eben schön analysiert und gelesen. Und ihr habt ja, glaube ich, ganz gut verstanden, worum es mir in diesem Punkt ging. Vom Konflikt zur Gemeinschaft. Ja, also mit anderen Worten, gehen wir mal eben auf die Seite 19 hin, wo dann deutlich drin steht, ich lese es gerne nochmal vor, dass wir uns das gut einprägen. Was in der Vergangenheit geschehen ist, kann nicht geändert werden. Was jedoch von der Vergangenheit erinnert wird und wie das geschieht, kann sich im Lauf der Zeit tatsächlich verändern. Erinnerung macht die Vergangenheit gegenwärtig. Während die Vergangenheit selbst unveränderlich ist, ist die Präsenz der Vergangenheit in der Gegenwart veränderlich. Mit Blick auf 2017, und das ist also Reformationstag, 31. Oktober, dieses Jahr, noch knapp 5 Monate von hier weg, heute ist der 21. Mai, mit Blick auf 2017 geht es nicht darum, eine andere Geschichte zu erzählen, sondern es geht darum, diese Geschichte anders zu erzählen. Dr. Kurbialka sagt, dass die Protestanten sagen, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers und deshalb nicht die Erfüllung der biblischen Prophetie darstelle. Mit anderen Worten, die Protestanten sagen jedoch, dass sie die Geschichte anders erzählen. Oh, der Papst war der Antichrist zur Zeit Luthers. Oh, der Antichrist ist heute immer noch. Aber der Antichrist ist anders. Er ist weniger anders. Er ist mehr Christ wahrscheinlich. Weiß ich nicht, wie die das meinen. Auf dieser Grundlage, fährt der Autor jetzt in dem Buch fort, auf dieser Grundlage arbeiten der Vatikan und der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf zusammen. Ja? Der Ökumenische Rat der Kirchen, die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen. Wenn sie auch nicht eine Kirche werden, was aus dem Absolutheitsanspruch des Papstes zu erklären ist, so arbeiten sie doch an der Erreichung des gleichen Zieles eng zusammen, nämlich die Errichtung einer Weltgemeinschaft. In der ACK, der Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen in Deutschland aber,
ist eine bestimmte Form der Einheit bereits vollzogen. Man ist damit also noch einen Schritt weiter gegangen als der Ökumenische Rat in Genf. Die Arbeitsgemeinschaft der christlichen Kirchen Deutschlands stellt demnach noch mehr als die Ökumene eine Heilung des Bruches zwischen Rom und Wittenberg dar. So, jetzt habe ich gerade mal 4 Seiten geschafft, wo ich dachte, das ganze Kapitel zu Ende lesen zu können, aber das geht nicht, wenn man so viel Erklärung damit reinmacht. Ich habe mir jedenfalls angestrengt, euch das bis in die kleinen Punkte reinzubringen, und wir werden nächstes Mal weiterlesen und die Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen natürlich weiterhin beleuchten, sowieso im Laufe dieses Buches. Das kleine Horn, den Antichristen, den werden wir natürlich immerhin weiter besprechen. Aber ich hoffe, dass euch deutlich geworden ist in dieser Lesung, dass, wie das Kapitel oder Unterkapitel hier heißt, die Opposition gegen das Papsttum, dass die Opposition damals nach der Lehre von Kobialka eine andere war als die Opposition heute. Das Papsttum ist der Antichrist, die Aussage haben sie nicht zurückgenommen. Jedoch ist das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche wie zur Zeit Luthers. Nein, es ist schlimmer geworden. Und warum ist es schlimmer geworden? Weil die Jesuiten 1540 gegründet wurden. Die Konterreformation. Da habe ich auch ein schönes Bild noch vorbereitet hier. Das sehen wir dann wahrscheinlich beim nächsten Mal. Die Jesuiten wurden 1540 gegründet. Die Konterreformation, die Gegenreformation wurde damals gegründet. Und die hat natürlich dafür gesorgt, dass das Gesicht, dass die Fratze des Antichristen anders aussieht heute, als es damals ausgesehen hat. Aber es ist dieselbe schreckliche Fratze, die sich hinter der Maske verbirgt. Das müssen wir erkennen. Es geht um das, was hinter der Maske ist, und nicht das, was uns vorne vorgespielt wird. Und dieses Buch soll uns helfen, das zu analysieren und zu begreifen. Also wenn Sie hier sagen, dass das heutige Papsttum nicht mehr das gleiche ist wie zur Zeit Luthers, in der Hinsicht, dass inzwischen die Jesuiten beinahe 500 Jahre Arbeit geleistet haben, die Reformation von damals in die Vernichtung zu drücken, ja, da haben Sie recht. Das Papsttum ist nicht mehr dasselbe, das Papsttum ist noch ganz genau dasselbe. Die Absichten, die Politik und die Macht des Papstes sind heute noch genauso wie von damals. Deswegen reden wir ja von einer neuen Weltordnung. Deswegen reden wir ja von dem Ökumenismus, wo wir eben alle Glaubensrichtungen dieser Welt, nicht nur die christlichen Glaubensrichtungen, nein, auch die Juden, die Muslime, die Buddhisten, die Hinduisten, die Taoisten, die ganzen verschiedenen Glaubensrichtungen alle unter einen Hut bekommen, unter der Leitung des Papstes. Ökumenismus steht nicht nur dafür da, um die ganzen christlichen Glaubensrichtungen unter einen Hut zu bekommen, sondern alle, zwischen Anführungsstrichen, Religionen dieser Welt unter den Hut der römisch-katholischen Kirche zu bringen. Und da die römisch-katholische Kirche die Kirche Satans ist, will das heißen, dass eben alle Religionen beieinkommen müssen oder zusammenkommen müssen, um der Kirche Satans zu dienen. Weil schlussendlich läuft alles nur darauf hinaus, wie Satan in Jesaja Kapitel 14 damals gesagt hatte. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt mal eben hinkomme, hier mit dem langsam arbeitenden Computer. Mal eben sehen. Guck mal, bei Jesaja bin ich schon. Jesaja 14, gehen wir da mal eben hin. Kann man ja schön damit abschließen. Ja. Ich werde es jetzt aus der Schlachterbibel vorlesen, obwohl die Schlachterbibel hier natürlich nicht ist wie die König James. Aber da habe ich ja bereits ein Video drüber gemacht. Das habe ich ja damals schon gesagt.
Jesaja Kapitel 14 lesen wir in Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Morgenstern? Ja, also das ist eine Bezeichnung, die Jesus Christus vorbehalten ist. Halt eine Falschübersetzung. Hier geht es um den Sohn der Morgenröte, so müsste das heißen. Wie bist du vom Himmel gefallen, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du die Völker niederstrecktest? Und doch hattest du dir in deinem Herzen vorgenommen, ich will zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die Wolken, über die in Wolken gehüllten Höhen emporsteigen, dem Allerhöchsten gleich sein. Ja, zum Totenreich fährst du hinab in die tiefste Grube. Also, das ist eine Fehlübersetzung, da sollte man halt die König James mit anholen. Aber hier geht es dem Satan, Luzifer im Himmel, Satan auf der Erde, der Teufel, darum angebetet zu werden. Dasselbe, was er damals in Matthäus, wo Jesus in der Wüste versucht wurde, 40 Tage angeboten hatte. All diese Königreiche sind mir gegeben, ich gebe sie wem ich will und ich biete sie dir an, wenn du niederkniest und mich anbetest. Und Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, du sollst nur den Gott der Bibel anbeten, deinen Vater in der Bibel anbeten und sonst keinen anderen Gott. Also, das ist jetzt nicht wortwörtlich, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ja? Der Teufel will Anbetung haben und er bekommt diese Anbetung durch den Ökumenismus, dadurch, dass die Kirche Satans früher oder später die einzige Kirche auf dieser Welt wird und alle Leute das Tier anbeten. So, und damit beschließe ich meine Lesung für heute von dem Buch Ökumene und Weltregierung und fahre nächstes Mal dann fort in dem Unterabschnitt der Antichrist und die kommende Weltregierung im unteren Teil der Seite 62 für diejenigen, die mitlesen möchten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt was davon gelernt und ihr schafft euch das Buch selbst an und lest das Buch und analysiert das Buch mit oder ansonsten, dass ihr profitiert von meiner Analyse, wie ich das Buch verstehe und wo ich die Fehler gerne aufzeige. Das soll es dann für heute gewesen sein von Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Und bleibt auf dem schmalen Pfad der Erkenntnis. Denn breit ist der Weg, der in die Verdammnis führt. Schmal ist der Weg, der zu Jesus führt. Der sagt, ich bin das Leben, der Weg und die Wahrheit. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Bis zum nächsten Mal. Joggler 66 von Stunde der Wahrheit meldet sich ab. Tschüss. We must start at the foot of the cross. For our souls in danger, we're at loss. And when we kneel in that awesome place, at that very moment, you'll feel God's grace. Friend, let me tell you, you need to know, there is heaven, also hell below. Christ died on that cross to set you free from your vile sins and hell's agony. You're God's enemy without the cross. Reject Christ and to God you're dross. To the prison of hell he will send, just Christ's work on the cross makes amends. God hates those who try to enter in, the gates of heaven still full of sin. Only his Son can take sin away, go to the foot of the cross this day. God has provided only one way to enter heaven's wondrous array. Accept what Jesus did for us all, he paid our debt, so hell won't befall. Go to the foot of the cross this day, his precious blood washes sin away. We each need to think more of his cross. Without our Savior, we're total loss.